Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zertifikate aktuell. Das Jahr 2017 ist fast abgelaufen. Spätestens jetzt macht man sich natürlich Gedanken, was erwartet uns in 2018? Orakeln wir gemeinsam, und zwar gemeinsam mit meinem Gast heute, Dirk Runert von Morgan Stanley. Schönen guten Tag. Herr Runert, ja, ein bisschen orakeln wird ja erlaubt sein, gerade jetzt, wo es aufs Jahresende zugeht. Was erwarten Sie sich vom Jahr 2018? Was würden Sie sagen, wird es ein gutes Jahr an der Börse? Also ein schlechtes Jahr wird es definitiv nicht. Also wir sind relativ positiv. Und wenn wir das Jahr uns erstmal anschauen, im ersten Quartal glauben wir auch, dass Wachstum weitergehen wird. Also Aktienmärkte glauben wir schon, dass das weiter steigen wird. Warum? Weil das Weltwirtschaftswachstum ist eigentlich da. Wir haben das weltweit, nicht nur in den entwickelten Ländern, aber auch in den Emerging Markets. Was ein bisschen passieren wird, der Konjunkturmotor USA wird ein wenig zurückgehen vom Wachstum. Und das muss kompensiert werden von Europa, aber auch von Asien, und zwar außerhalb von China, weil China wird auch leicht zurückgehen. Und das wird aber dafür sorgen, dass wir doch positiv aufs 2018 gucken können. Also Positives aus der Hinsicht. Jetzt haben Sie ja schon gerade gesagt, also angesprochen auch USA, Wachstumsmotor. Generell die Frage, welche Märkte dürften interessant sein oder interessanter? Sollte man vor allem Richtung USA schielen oder doch die europäischen Märkte? Also als erstes muss man sich natürlich die Assetklassen angucken, und da liegen auch Aktien im Jahre 2018 wieder ganz weit vorne. Dadurch, dass viel eingepreist ist, die Unternehmenszahlen sind sehr, sehr stark immer noch. Das heißt, im ersten Quartal werden wir da sehr positiv sein. Was man nicht verkennen darf, wir sind am Ende des Zyklus, also des Konjunkturzyklus. Was performt da besonders gut? Das sind die Energieversorger oder auch die Financials, die davon profitieren. Das heißt, die haben normalerweise in der letzten Phase eines Konjunkturzyklus immer 10% Outperformance gemacht. Das heißt, das sollte man sich angucken. Was aber ganz sicherlich ist, der Markt wird volatiler werden. Also ich muss mehr aufpassen, was ich machen muss. Ich muss aktiver werden. Also dieses Jahr hat es gereicht. Ich habe mir Aktien gekauft, die sind gestiegen. Beim nächsten Mal muss ich mehr gucken, was sind denn die Aktien, die noch Potenzial haben. Oder vielleicht auch mal auf kurzzeitige Volatilität setzen oder auch auf fallende Kurse. Stichwort Notenbanken. Die haben uns in diesem Jahr ja auch schon ganz ordentlich in Atem gehalten. Jetzt haben wir ja zuletzt immer mal wieder die Steuerpläne von Donald Trump gehört, oder sie nehmen so langsam ein bisschen Form an. Die große Frage, die man sich dann aber auch gestellt hat, war, was heißt das dann für die weitere Geldpolitik auch der Fed? Von der EZB jetzt noch mal gar nicht zu reden. Also wir gehen davon aus, dass es nächstes Jahr 3 weitere Zinsschritte geben wird mit jeweils 25 Basispunkten. Was das zur Folge haben wird, ist, dass tatsächlich die Zinskurve sich anpassen wird. Und zwar wird der 2-jährige Zins genauso hoch sein wie der 10-jährige Zins. Ja? Und das hat man nicht mehr gehabt seit Februar 2006, dass man eine ganz flache Zinskurve hat. Nicht untypisch für den letzten Zyklus einer Konjunktur, aber das sind natürlich auch Gefahren. Das heißt, wenn ich jetzt 10-jährige Bonds kaufe oder auch 30-jährige, die werden tatsächlich im Wert steigen, weil wir glauben, am langen Ende geht die Zinsen leicht runter. Durch die Zinserhöhung geht am kurzen Ende der Zins hoch, das heißt flache Zinskurve. Wenn man in Treasuries kauft, dann langfristig. Gehen wir die anderen Notenbanken kurz durch, also die EZB. Zinserhöhung sehen wir da 2018 noch nicht, aber das Tapering, ja, was ist es? Also der Anleihekauf, der wird zurückgefahren. Das heißt, die lockere Geldpolitik wird langsam zurückgefahren, aber in einem Maße, dass wir uns noch nicht nervös werden müssten. Und die Bank of Japan hat das Gleiche angekündigt. Auch da ist die lockere Zinspolitik, auch die lockere Geldpolitik, auch ein bisschen auf dem rückfahrenden Ast, was ja auch sinnvoll ist. Jetzt, wenn wir natürlich auf Notenbank und Zinsen schauen, ist natürlich auch interessant, Währungspaare wie zum Beispiel Euro-Dollar. Also was dürfte am Devisenmarkt so los sein? Also am Devisenmarkt, wir gehen davon aus, dass wir im ersten Quartal 2018 den Dollar-Euro bei 1,20 sehen, aber dann über das Jahr vielleicht wieder bei 1,17, also am Ende des Jahres bei 1,17 sein werden. Da wird nicht viel Bewegung kommen. Woran liegt das? Ja, wir haben eine gute europäische Konjunktur, aber auch in den USA. Was man sich anschauen sollte, und zwar wegen der Zinskurve, ja, die relativ steil noch in Japan ist, sollte man sich den japanischen Yen anschauen gegen den US-Dollar. Da sehen wir tatsächlich Aufwertungspotenzial, und was auch deutlich ist, von bis zu 16%. Also jetzt haben wir schon über einige Märkte, über einige Anlageklassen gesprochen. Haben wir jetzt quasi noch welche vergessen, die Sie den Zuschauern noch ans Herz legen wollen, oder auch einen Tipp zum Schluss? Ja, vielleicht sollte man sich Inflation, weil das immer so ein genereller Motor ist, den ich mir immer anschauen muss. Inflation wird steigen, wird aber unter die Notenbank-Limits bleiben. Das heißt, wir rechnen, dass das in den entwickelten Ländern im Durchschnitt bei 1,9% ist, in den Emerging Markets wird es ein bisschen weiter steigen. Das heißt, da ist keine große Gefahr. Was man berücksichtigen muss, es wird volatiler. Wir haben immer noch Krisen in Nordkorea, in ganz vielen Ecken dieser Welt. Und das wird einfach dazu sorgen, dass Märkte volatiler reagieren werden.
Was heißt das dann für Anleger? Wie können die sich am besten positionieren? Naja, das sind immer Chancen, die ich dann habe. Also ich habe ja durch Zertifikate gerade die Chance, nicht nur auf steigende Kurse zu setzen, sondern auf Seitwärtsmärkte oder auf fallende Kurse. Was ich machen muss, relativ aktiv dabei sein. Immer das Risiko berücksichtigen. Ich habe immer bei Zertifikaten ein Totalverlustrisiko, aber es gibt mir die Möglichkeit, auf schnelle Marktbewegungen zu reagieren. Schnellstes Element ist halt das Hebelprodukt, was ich nehmen kann. Da kann ich mit zum Beispiel einer Call-Option auf steigende Kurse, eine Put-Option auf fallende Kurse setzen oder mich auch absichern. Und das muss man nächstes Jahr ganz sicherlich viel aktiver machen, als es 2017 der Fall war. Also 2018 Safety First. Herr Grunert, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Dankeschön. Ja, liebe Zuschauer, soweit unser Ausblick schon mal ein bisschen auf das Jahr 2018 hier bei Zertifikate aktuell. Schön, dass Sie dabei waren. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie nächstes Mal auch wieder dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.